Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty in Ostbow. Wir sind hier angefangen, schon Bäume zu fällen für den Grabungsschuppen, aber es wird immer dunkler. Dann würde ich erst vorschlagen, dass wir die Nacht in unserem warmen Zuhause verbringen, neben unserem Mann. Da werden wir uns ankuscheln und morgen dabei beginnen. Sonst arbeiten wir wieder bis spät in die Nacht und das wäre nicht so dolle. Ein bisschen Schlaf brauchen wir ja auch. Mein Mann schlummert schon, also werden wir uns daneben gesellen. Und dann werden wir wieder wach und sagen ihm kurz Hallo. Hallo. Hallo, Männchen. Good day. Ja, hi. Hallo, Frau. Hallo, Mann. Dann pass auf dich auf, mein Liebster. Tust du das? Pass auf dich auf, mein Liebster. Bye. Hi. Eben nettes Gespräch. Dann gehen wir wieder runter zu unserem Grabungsschuppen. Die anderen werden die Arbeit auch gleich beginnen. Essen habe ich noch genug. Das reicht über den Tag. Da war das. Da müssen wir runter und da müssen wir auch noch unsere Bäume liegen. Die wir jetzt einmal klein machen. Wenn wir sie dann doch treffen. 1, 2. Hallo? 3. Hier. Jetzt wird schon ein bisschen schwieriger. Und dann werden wir den noch eben mitnehmen. Und dann bauen wir hier so, würde ich sagen. Unseren Schuppen. Unseren Grabungsschuppen. Nein, keine Häuser. Sondern Gewinnung. Häuser. Der Grabungsschuppen. Mal gucken, ob wir den hier hinkriegen. So, Hammer. Achso, gucken, ob ich noch eben einen neuen Hammer bauen kann, weil der ist gleich kaputt. So, dann gucken wir mal, was wir brauchen. Steine haben wir mit. Für das Fundament. Dann brauchen wir 6 Holzstämme. Haben wir auch mit. Ein Holzstamm. Haben wir zu wenig. Ja, geht das mit Holzstamm? 3 Holzstämme. Da müssen wir noch ein bisschen Holz hacken. Und oben brauchen wir, glaube ich, Stroh, ne? Stroh haben wir hier noch ein bisschen. Müssen wir noch was holen und dann werden wir noch 1, 2 Bäume fällen.
gehen wir unsere Jäger in den Wald. Und hoffentlich killen die das Wildschwein, was ich da gerade gesehen habe. Einmal wieder tauschen. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Ja, habe ich nicht. Und schon wieder neu. Und eine neue Axt, bitte. Am Anfang ist das immer so schwer, weil du ständig neue Werkzeuge brauchst und die Bäume noch selber fällen musst, dann dauert das immer ein bisschen. Aber wir haben ja Zeit. Und das sind alles nur Birken. Da steht noch einer. Da ist noch eine Fichte. Die Birken, wie gesagt, geben nur zwei Stämme und das ist ja, ein bisschen wenig immer. Die Wölfe heulen auch wieder. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Da sind die Wölfe. Du mit mir nicht. Na, kommt noch einer. Wo bist du? Verschwinde. Hau ab. Geh weg. Immer drei Stück noch, aber ich glaube, fürs Dach brauchen wir auch noch welche. Aber da müssen wir eh noch Stroh holen. Ja, dann brauchen wir noch 1, 2, 3, 4 und Stroh. Stroh brauchen wir. Ach, 16, 24, 32. Gut, gucken wir mal, ob wir das alles noch oben haben. Der hat wahrscheinlich keine Bretter oder irgendwas mehr. Gleich mal gucken. Im Moment müssen wir unser und was habe ich gesagt? Vier, ne? Vier Holzstämme.
So, da ist der Grabungsschuppen fertig. Und dann gucken wir mal, warum sie da keine Bretter hat. Haben wir keine Reduktion. Müssen wir mal wieder in die Verwaltung gucken. Und in die Häuser bei dem Holzschuppen. Da fehlt Werkzeug. Okay, dann müssen wir erst ein bisschen Werkzeug machen. Das heißt Äxte. Das können wir, glaube ich, aber da im Schuppen machen. Ja, wenn die kein Holz hacken kann, beziehungsweise eher. So, dann brauchen wir die, glaube ich. Oh, ist auch nicht mehr viele. Und Steine. Ich will da nicht laufen, ich will jetzt erstmal was zusammenbasteln. Und zwar Äxte. Vier Stück, naja, nicht viel, aber der Mensch freut sich. So, und das Ganze tun wir jetzt wieder zurück in die Kiste. Auch die Federn. Die Bretter, die brauchen wir ja nicht mehr. Ist ja alles nur unnötig Schlepperei hier. Die Holzstämme. Das Johanniskraut. Die halte ich noch fest, die brauchen wir noch. Den Pelz. Die Steine. Fünf Äxte. Wir brauchen schließlich unser Holzfäller. Die Stöcke, ja, den Stern, die, ja. So. Dann sollten sie jetzt wohl weitermachen. Jetzt gehe ich noch eben in die Vorratskammer und bringe die ein bisschen Lebensmittel weg, die ich noch habe. Das halte ich, aber die 10 Fleisch. Milchling. Die brauche ich zum Säen und den Steinpilz. So. Trinken wir uns eben ein bisschen was. Würde mal sagen, gehen zu unserem Kübel und waschen uns mal eben. Die sehen ja aus wie ein Ferkel. So, dann sammeln wir wieder ein bisschen Zeugs, was hier so rumliegt, damit wir ein paar Werkzeuge bauen können, die wir dann entweder für uns benutzen können oder auch halt mal verkaufen können. Wir müssen ja viele, viele Sachen haben, damit wir auch so langsam hier mal vorwärts kommen und nicht immer auf der Stelle treten. Und zum Ende des Winters werden wir dann das Feld bearbeiten. Jetzt ist das ja noch, ja, ist ja ein Spiel, aber normalerweise wäre es ja knochentrocken, knochenhart wegen dem Frost. Damit wir im Frühjahr es düngen können und die Samen legen können, damit das im Sommer anfängt zu wachsen, damit wir mal was anderes haben wie Pilze und andere Dinge. Ich habe noch was vergessen.
gucke immer, wenn ich darüber nachdenke, bei der Verwaltung. Wir haben noch die Kräuterhütte besetzt. Und das müssen wir doch fertig machen. Hier, Kräuterhütte. Die Kräuterhütte. Das kann alles pausieren. Im Winter wächst ja nun mal nichts. Aber wir können... Ach so, das ist alles noch gesperrt. Ah, seht ihr, dafür brauchen wir auch das Geld. Ich weiß nicht. Da ist wahrscheinlich nichts, was... Falsche Jahreszeit wahrscheinlich. Alles falsche Jahreszeit. Mal gucken. Was kostet das denn? Oder was? Achso, davon brauchen wir Flakons. Die haben wir auch noch nicht. Ausdauertrank. Flakon aus Holz, das können wir auch noch nicht machen. Aber wir können nachher, naja, müssen dann noch ein bisschen warten bis zum Sommer oder Frühling. Dann können die schon mal anfangen zu sammeln, aber das lohnt sich jetzt nicht, das einzustellen, weil das würde die ganze Zeit da stehen. Da fehlt irgendwas und so. Dann müssen wir damit noch warten. Ist ja nicht so tragisch. Ja. So durch Wald zu marschieren hat ja auch was. Mal runterlaufen zum Wasser, gucken, ob wir dann noch Stroh haben. Sonst schimpft sie mich gleich aus. Dass hier wieder so kalt ist. Aber wir brauchen sowieso noch Stroh für unsere Werkstatt. Da werden ja Fackeln hergestellt. Wieder ein Stein, immer mit. Seite ist noch ein bisschen Stroh. Was nehmen wir dann noch mit? Das Ried. Solange wir noch keinen Weizen anbauen, geht das noch nicht. Also, dass wir von da aus das Stroh bekommen. Ja, siehst du, wusste ich, dass sie irgendwann anfängt. Deswegen machen wir jetzt erstmal eine Fackel. Dann wird ja gleich auch warm. Und nächstes Level überleben, das ist doch toll, oder? Da haben wir ja schon mal wieder etwas.
Aber ich möchte auch nicht bei den eisigen Temperaturen im Wasser stehen mit Lederschuhen oder sowas. Oder mit dünner Lederhaut an den Schuhe, an den Füße. Tut auch nicht Not. Ja. Na komm. Geh auch noch mal eben. Aus dem Wasser. Mal gucken, was wir hier schon zusammenbauen können. Ein paar Messer. 1,95. Dann können wir die gleich schon verkaufen und dann mal gucken, was wir schon freischalten können. Ob wir überhaupt schon was freischalten können. Denn wir müssen ja auch noch Geld zusammenbekommen für die Steuern im Frühling. Aber ich werde gleich, die nächste Folge ist gleich sowieso schon zu Ende und dann werde ich noch ein bisschen suchen und ein bisschen bauen und ein bisschen Geld zusammenkriegen. Da müsst ihr nicht unbedingt, also bauen nicht, aber bauen mache ich mit euch zusammen. Ich meinte, Werkzeuge machen und sowas und das verkaufen, das werde ich alles ohne euch machen, weil das ist sonst zu langweilig, wenn ihr da nur zuguckt, wie ich hier Werkzeuge mache und Geld verdiene, das ist ein bisschen doof. Aber das mache ich jetzt noch eben kurz mit euch. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Fackeln können wir noch ein paar machen. Vier insgesamt und das werden wir gleich einmal verkaufen. Ja, und dann war es das ja auch schon fast wieder für die für diese Folge. Da ist unser Schmied, der kauft uns das ja immer nett ab. Der ist noch nicht da. Wo treibt er sich dann rum? Zu Hause? Ne, da neben Haus. Ah, das werden wir reparieren. Zeig mir mal deine Ware, Junge. Ich habe ja was für dich. Kriegst schon mal. Zwei Fackeln, zwei brauche ich noch. Dann bekommst du von mir 5 Steinmesser. Ist nicht viel, aber ein bisschen Geld. Die anderen Sachen behalte ich. Ja, ist klar. Sonst noch was? Nein. Leb wohl. Wiedersehen. Den Rest strobeln wir erstmal nach oben. Damit ja unsere Dame für die Werkzeuge, nein, die ja bei der Werkstatt arbeitet, Fackeln machen kann. Aber da rennen wir jetzt mal ein bisschen hoch, dann wird es uns auch wieder warm. Und dann der kalte Frost an dem schönen kalten Wintertag hier um die Ohren fegt. Das legen wir in unseren Werkzeugschuppen. So, da sind wir schon angekommen. Stroh da rein. Die Axt brauchen wir, die Steine nehmen wir mit, damit ich gleich eine Axt bauen kann. Ja. So. Und mit dem Blick auf unserem Berg gegenüber stellen wir uns mal eben hin. Verabschiede ich mich für heute für diese Folge und bedanke mich beim Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Könnt ihr mal irgendwas in den Kommentaren schreiben, wenn ihr wollt. Aber ich werde euch nicht hier zutexten mit, ihr müsst mich unbedingt liken und so. Das überlasse ich ganz euch. Das werde ich auch so nie sagen. Es bleibt euch ganz alleine überlassen, ob ihr das möchtet oder nicht. Wenn euch das gefällt, was ich hier so mache, und ich weiß, meine Stimme ist im Moment sehr, sehr leise. Ich arbeite aber dran, dass wir das verändern und ja, wenn es euch Spaß gemacht hat, schaltet doch wieder ein. Ich würde mich sehr freuen. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, wir bauen weiter bei Medieval Dynasty. Vivi, tschüss, tschüss, bis dann. Eure Tammy.